Und damit heiße ich euch recht herzlich willkommen zum zweiten Stück des Kuchens von FIFA 17, dem Let's Play hier auf CLPG Ralf X. Wir spielen ein Zweitligaturnier. So, Turniere, gehen wir mal direkt rein. Und es gibt sogar das erste Spiel. Länderspielpokal der Frauen. Länderspielpokal der Frauen laden. Ne, meine Güte, warum ist es eigentlich getrennt? So, neues Turnier, eigenes Turnier, Turnier laden, neues Turnier. So. Einstieg in den Turniermodus. So, wir wählen Deutschland aus und da gibt es die zweite Bundesliga mit der zweiten Bundesliga-Meisterschale. Wir können auch den deutschen Pokal machen, aber das ist sowieso nicht vergleichbar mit zum Beispiel dem FA Cup, der richtig viel Spaß macht. Nee, also gut, was haben wir denn hier alles? Also, welche Teams wollen wir denn spielen? Ich habe ja gesagt, dass ich jedes Team aus Baden-Württemberg gerne spielen möchte. Also, das heißt Heidenheim. Das heißt, so gut wie Karlsruhe, Kaiserslautern als mein Lieblingsverein. Aktuell gerade nicht gut in der Tabelle anzusprechen. Ich meine, ja, auf Platz 17 nicht so dolle. Dann kommt Sandhausen rein, VfB kommt rein. Ja, Erzgebirge Aue als den Aufst. Was? Zwei Sterne. Oh Gott! Da wird sich Luca ärgern, wenn er das sieht. Also Erzgebirge Aue als Special Guest praktisch, weil Luca den Verein so sehr mag. Meine Güte, Dynamo Dresden hat es auch nicht auf 3 Sterne geschafft. Ja, Aufsteiger werden immer unterbewertet. Was hat eigentlich Würzburger Kickers? Au, die haben sogar mehr Sterne als Aue. Also Aue vom Klassement her das schlechteste Team. Interessant schon mal. Nürnberg, also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tatsächlich nur 6 Vereine. Habe ich nicht noch irgendwie was zu einem anderen Verein gesagt? VfB Stuttgart haben wir angewählt, dann Sandhausen, dann Karlsruhe, Ding, Heidenheim. Die haben es auch nur, die haben es auch abgesenkt. Meine Güte, die haben irgendwas am Klassement verändert. Sollen wir noch Nürnberg mit reinnehmen? Ich weiß ja nicht, also da müsste ich das Thumbnail natürlich neu gestalten. Ach, weißt du was, wir nehmen noch Nürnberg rein und wir nehmen noch St. Pauli rein. Wir nehmen einfach 9 Vereine rein und Union Berlin. Ich hätte auch gerne die Würzburger Kickers reingenommen, aber das sparen wir mal lieber. Andere Vereine gehen mir eigentlich so ziemlich am Arsch vorbei. Auch Braunschweig, die gerade aktuell Tabellenführer sind. Und auch hier gilt natürlich, wir müssen erstmal mit dem ganzen anderen Zeug nachziehen. Also, das heißt praktisch, jetzt kommen erstmal, glaube ich, 7 Matches oder 8 Matches. Ne, erst 7 Matches, die halt so tagtäglich kommen und dann haben wir mit der Saison aufgeholt und dann kommt das Let's Play nur noch am Wochenende. Ja, die Würzburger Kickers leider nicht vertreten, ist vielleicht interessant gewesen, aber dadurch, dass sie Aue so schlecht im Klassement eingerichtet haben, ist das dann doch ganz gut. Also, wir haben jetzt 9 Teams. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich hoffe doch, dass das 9 sind, ansonsten bin ich gleich der schlechteste Zähler aller Zeiten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So. Also, ab dafür. Zweite Bundesliga startet mit dem FC Heidenheim. Und da werden wir jetzt gleich mal schauen, ob ich recht behalten habe mit was eigentlich. Ob die Spiele falsch terminiert sind. Weil so wie ich das gesehen habe, waren die falsch terminiert bei Badeschlappen, weil der macht ja gerade eine Karriere mit den Würzburger Kickers. LP-Turnier. Ach nee, Mensch. Verdammt nochmal. So, LP. Warum löscht ihr das? So, LP. Ich kann auch feststellen, mit Dreieck merke ich gerade, aber das ist mir jetzt so scheißegal. Ich will ein Spiel spielen. Ich will Unreal Tournament zocken. Turnier. Ich hoffe, ich habe das jetzt alles richtig geschrieben. Ansonsten vergesst es einfach. So. Und dann schauen wir uns das Ganze mal jetzt an. FC Kaiserslautern gegen VfL Bochum. Es ist falsch terminiert, denn der erste Gegner war Hannover 96 eigentlich. Also, da muss ich einiges verändern. Mit Kaiserslautern spielen wir natürlich noch nicht. Gab es schon einige Spiele. Ich weiß ja gar nicht, wie sie aussieht. Nein, es gab noch kein einziges Spiel. Das Spiel hat hier seine eigene Terminierung. Wie sieht es denn hier aus mit den Einstellungen? Ich muss ja nicht so viel einstellen, Profi. Ja. Also für diejenigen, die nur an der zweiten Liga interessiert sind, ich interessiere mich mittlerweile nicht mehr so für die zweite Liga, auch wenn sie jetzt gerade wieder, wie soll ich sagen, interessanter wird. Und jetzt haben wir hier halt 4 Minuten Profi.
Ball zufällig. Da möchte ich auch was dazu sagen. Die haben tatsächlich es geschafft, nicht die Torfabrik einzuprogrammieren. Das heißt praktisch, der Bundesliga-Ball ist nicht drin. Und deswegen machen wir es immer mit einem zufälligen Ball. Das ist auch vielleicht besser für Spiele, bei denen es schneit. So, 4 Minuten. Aus dem Grund, dass ich die Parts immer so kurz halten möchte. Wie sieht es eigentlich mit den Begegnungen aus? Ding. Ich möchte eigentlich gerne mit dem VfB starten. Jetzt haben wir erstmal Kaiserslautern. Das erste Spiel vom VfB wird sein gegen den ersten FC Nürnberg. Dabei haben wir doch gesagt, dass, ja gut, die Partien gegen die Vereine nicht, also Partien unter diesen Vereinen möchte ich gerne ausschließen, was relativ schwer wird. Also daher nehmen wir doch einfach mal das an gegen den VfL Bochum. Ich möchte ja mal endlich mal was spielen. Und ihr wollt ja auch was sehen, was ich spiele. Und Aue werde ich nur machen, wenn Luca gerade mal da ist. Also, weil Aue halt, wie soll ich sagen, sein Club in der zweiten Liga ist und ich ihn da gerne als Gast dabei hätte. Ich meine, der kann ja auch FIFA spielen. So hat sich irgendwas verändert. Ja, es gab ein erstes Spiel. Hannover hat gegen die Würzburger Kickers gewonnen. Sehr gut, das war das Auftaktspiel. Die hatten auch das Auftaktspiel gegen Kaiserslautern im Real Life. Aber halt, wie gesagt, gegen Kaiserslautern und nicht gegen die Würzburger Kickers. So, ich habe schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, habe gegen wen eigentlich nochmal gewonnen? Gegen den FC Bayern 6 zu 1 mit Dortmund und 3 zu 1 mit Chelsea gegen Manchester United. So, auswärts treten wir natürlich auf. Dann soll Bochum in seinen Heimfarben auftreten. Die haben ja zwei verschiedene Sponsoren, einmal Netto und den Booster Drink. Also den von Netto. Also den Energy Drink von Netto. Die Anstoßzeiten sieht relativ gut aus. Wir spielen ja an einem Samstag, also 13 Uhr geht. Das ist absolut okay, auch wenn ich mich nicht darum bemühen werde. Und wie sieht es hier aus? Also ich muss ganz ehrlich gestehen, neben Darmstadt habe ich eigentlich keinen Verein, bei dem ich mich so richtig auskenne mit den Spielern. Also ich kann nur sagen, dass ich mit Kaiserslautern sehr schlechte Erfahrungen gemacht habe. Nehmen wir mal Cibilko rein und der kommt für Moritz. Ich weiß gar nicht, Ring. Ich werde versuchen, die Spieler kennenzulernen. Görtler kommt mal rein für. Oh Gott. Ich habe bei Darmstadt noch nicht mal richtig die Aufstellung so richtig geklärt. Und Ditken möchte ich vielleicht auch noch reinholen für Frei oder für Sua. Ich finde es persönlich wichtig, dass man zwei Stürmer drin hat. Deswegen kommt der mal für Klich rein. Also, ich kenne mich da echt nicht aus. So. Dann mal ab dafür. Jetzt nochmal schön nochmal schauen, ob wirklich auch der Kommentar aus ist, weil ich nicht böse überrascht werden möchte. Untertitel machen wir mal aus. Kommentarsprache ist Deutsch, aber kann man den Kommentar nicht vielleicht komplett ausschalten? Nee, kann man nicht. Also wird da unten auflaufen, Wolf Fuß und wie heißt der andere nochmal, der bekanntere? Oh Gott. Buschi, Frank Buschmann, genau. Wobei der Kommentar, den habe ich tatsächlich noch auf 5 gehabt, also gut, dass ich ihn jetzt ausgestellt habe. Untertitel aus, brauchen wir alles nicht. Ja, ich hoffe, ihr seid damit zufrieden. Ihr wollt ja mich hören, auch wenn ich kaum zum Kommentieren kommen werde. So, dann spielen wir doch einfach mal eine zweite Bundesliga. So, Freistöße. Ich werde mich damit nicht so großartig beschäftigen. Das sage ich auch nochmal in der Darmstadt-Karriere. Oh! Wow. Ich bin der beste Spieler aller Zeiten. Das weiß jetzt jeder. So. Selbes Design wie bei FIFA 16 bei Bundesliga. Ja, schauen wir uns das doch einfach mal an. Die werden nicht kommentieren. Frank Buschmanns letzter großer Auftritt war ja bei Ninja Warrior Germany, fand ich recht cool. Und wir nehmen einen tollen Spielball von Nike oder von Nike. Man spricht ja in Wirklichkeit nicht oder richtig Nike aus, weil es wurde ja nach einer Göttin benannt. Ja, ich weiß, Insider und so weiter. So, dann haben wir hier die Aufstellung vom VfL Bochum. Also die gilt es heute zu schlagen. Und ich mache auch wirklich nur ein Spiel pro Spieltag. Und die anderen Vereine werden halt alle simuliert werden. Damit es nicht so übermäßig gezogen wird. Aber die Simulation bekommt ihr auf jeden Fall zu sehen. Also diese, wie soll ich sagen, diese Statistik-Simulation.
So, das ist mein Lineup. Ich hoffe, ich habe es relativ gut aufgestellt. Ich werde eigentlich kaum irgendwas an dieser Aufstellung verändern, weil ich mich nicht so kümmere, ob das jetzt 4-3-1, 4-3-2, 4-2-2 ist oder whatever, meine Güte. So, jetzt gibt es erstmal noch Shake Hands. Das ist natürlich, wie soll ich sagen, ein Ritual, um den Gegner Glück zu wünschen. Glück, dass der Ball über die Tribüne geschossen wird. Das ist immer sehr witzig. So. Trainernamen gibt es hier nicht. Ich meine, Trainer werden jetzt zum ersten Mal richtig dargestellt. Ja, soll ich euch das eigentlich wirklich zeigen? Ich weiß nicht. Vielleicht überspringen wir das bei den nächsten Simulationen. Es sind ja noch nicht mal 11 Spieler. Das könnt ihr mir nicht vorlügen, aber gut. Das Spiel meint es sowieso nicht so ernst. Ich habe auch das neueste Update noch gar nicht drauf installiert und jetzt haben wir hier den, glaube ich, fiktiven Referee, der allerdings ein FIFA-Referee ist. Und wir haben Anstoß. Ja, also gut. Trainer aus. Ich kann spielen. So, los geht's. Ja, also ich habe sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit Kaiserslautern. Die spielen mir einfach viel zu langsam. Ja, ganz klar. Wir bekommen unseren ersten Freistoß, wird's gedacht. Und es gibt auch die erste Verwarnung. Was ich irgendwie sieht, mir das Spiel so ein bisschen langsam aus. Ja, Lucilla, schön, das wird mir zu überspringen. Auch Freistoß, meine Güte, das müsst ihr mir doch nicht erklären. Er kann ich vielleicht irgendwie in die Ausgangsposition anpassen. Dankeschön, vielen Dank. So, jetzt mal ab dafür. Spielen wir einfach mal so rein. Also ich versuch's irgendwie. Ich werde das natürlich alles gescheit dosieren. Und wir bekommen unseren ersten Eckball. Dass halt jeder Verein gleich viele Spiele bekommt. Das muss ich sowieso neu terminieren, da das alles ein bisschen anders ist. Weil die Spiele nicht den Spielen entsprechen, die Ausgangsposition. Gibt es das vielleicht auch? Nein, gibt es nicht. Ja, da die Spiele sowieso nicht denen entsprechen, wie sie wirklich simuliert werden oder wie sie wirklich ablaufen werden. Und ich finde einfach, dass die Eckstöße unrealistisch aussehen in dem Spiel. Die kommen viel zu hoch, was auch immer man da verändert hat. Und ja, ich sehe Werbung für Sportbild. Also da hat Bild anscheinend Lizenzen eingekauft. Oder EA hat sich mit Werbung verstärkt. Ansonsten läuft ja immer nur EA Sports und Facebook und whatever. Und FIFA-Werbung. Ah, kein Tor für den VfL Bochum. Ja, also ich würde mich mit dem Unentschieden hier durchaus zufrieden geben. Bochum ist eine tolle Mannschaft, die allerdings auch in dieser Saison keine Chancen hat, irgendwie großartig aufzusteigen. Oh Mann. Jetzt bekommt der sogar noch Einwurf. Ich war mir hundertprozentig sicher, der hat mich da behindert. Dass der mich da behindert hat, um es korrekt auszusprechen. So, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ah, ich fange den Ball erstmal ab. Ich weiß, manchmal habe ich einfach nichts zu kommentieren und bekomme einen zweiten Freistoß und der, glaube ich, eine gelbe Karte, oder? Ja. Also von der Fairness her ist alles bisher auf unserer Seite noch relativ gut. So, Ausgangsposition, Dankeschön. Meine Güte, dass man das die ganze Zeit umstellen muss, ist meiner Meinung nach ein Rückschritt. Ein echter Rückschritt. Ah, Mist. Ja. Selber schuld, wenn man zu langsam ist, um den Ball zu holen, mein guter Freund. So. So, wie mache ich das jetzt am dümmsten? Einfach mal reinflanken. Ja, so, was bekomme ich jetzt? Ich bekomme jetzt, glaube ich, einen Eckball. Ja, ich bekomme den Eckball. Oh Mensch, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ich meine Ursprungsposition bekomme? Ah, kommt da jetzt jemand von hinten? Ja, wir haben einen hinten. Aber wie gesagt, das war zu weit hinten. Und, ja.
Meine Güte, aber von den Soundeffekten her könnte man echt meinen, das ist ein Fußballspiel. Ist es ja auch irgendwie. Nur halt in digitaler Form. So, jetzt hier erstmal den Ball wieder abluchsen. Das war Ball gespielt, ganz klar. Ja, Mist, aber wäre sowieso abseits gewesen, hätte ich auf den gepasst. So. Oh, schade. Ja. Aber wenn man zu weit rangeht, dann holt er sich natürlich den Ball. Das ist ganz klar. Aber Mann, das war so gut rausgespielt. Naja, wenigstens Eckball, den ich leider nicht kontrollieren kann. Guck mal, man hat ja sogar jetzt ein Fadenkreuz. Also ich hole mal den zweiten Spieler. Das habe ich mir immer und immer mehr angewöhnt bei FIFA. Dass ich da einfach mal den zweiten Spieler hole. Ja, eventuell könnte Profi an manchen Stellen schon zu leicht für mich sein. Aber wie gesagt, es ist immer gemischt. Es kommt darauf an, gegen welche Mannschaft man spielt. Gegen Hoffenheim oder Stuttgart tue ich mich zum Beispiel immer sehr schwer. Und was war das gerade? Schon wieder ein Eckstoß, der gefühlt hundertste. Einfach mal so. Ah, den Ball habe ich noch, der ist noch heiß. Ah, aber Abstoß. Ich glaube, der war nicht dran. Meine Güte, es war aber ein richtiger Lattenkracher, so wie ich das gehört habe. Ja, Latte. Eher Latte als Posten. So. Meine Güte, man könnte meinen, die wehen da gerade die bayerische Flagge, auch wenn das schon verständlich ist, weil die haben ja selber eine Fanfreundschaft zum FC Bayern. Hart umkämpft hier alles. Mist. So, ob das jetzt eine günstige Position ist? Meine Güte, ich will nicht diesen hässlichen Glatzkopf sehen. Sorry, das muss ich einfach mal sagen. Ja, jetzt kriegen. Ja, natürlich. Weil ich ganz kurz dran war. Oh, gut gemacht, Weiß. Meine Güte, der hat schon einiges getan, obwohl bisher doch alle Offensivaktionen sich im Strafraum von Bochum abgespielt haben. Ja, klar, niete mich doch noch offensichtlicher oben, aber es war halt Ball gespielt. Mist, Mist. Jetzt habe ich den Ball wieder. Jetzt muss ich Kontrolle erlangen über den Ball, ansonsten geht das gleich. Oh, Weiß, sehr gut. Hatte bisher nicht viel zu tun, jetzt verlagert sich das. Okay. Jetzt hat sich das Spiel für kurze Zeit in meinem Strafraum verlagert. So, und die Bochum-Fans erwarten natürlich ein bisschen mehr von ihrer Mannschaft, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, war dann doch relativ ausgeglichen, also ich weiß nicht, ihr habt ja das Spiel gesehen, deswegen überspringe ich das einfach mal. So, die beiden Spiele liefen noch nicht. Und ja. Was für Veränderungen nehme ich denn vor? Das ist auch vielleicht interessant. Also, was hat mir denn noch nicht gefallen? Wir brauchen vielleicht einen besseren Stürmer, deswegen nehme ich Osawe mal raus. Und dafür kommt Sua rein. Ich hoffe, ich spreche das alles richtig aus. Wenn ja, liebe Lauterer, korrigiert mich, wenn da irgendwer zuschaut. So, Halfer, Frey. Ich mache erstmal noch keinen zweiten Wechsel. Bisher war das alles relativ gut, was ich da gesehen habe. So. Entschuldigt auch ein bisschen meine Spielweise, weil ich bin jetzt echt nicht so der große Stratege. Ich versuche es lieber mit einem Spieler, versuche lieber mit einem Spieler alles zu regeln, was manchmal deftig in die Hose geht, aber manchmal richtig graziös aussieht. Und ich habe Einwurf, sehr gut. Also hat den der Anstoß nichts genützt und das war einfach viel zu doof platziert hier. Oh, sehr gut, Weiß. Meine Güte, langsam merke ich mir die Namen. Heißt der André? Oder was? Der Andrew Weiß. Oh. Toll. Kontrolle über den Ball verloren. Meine Güte, wie haben die Kaiserslautern nur einprogrammiert? Kein Wunder, sind die 17. So.
Das hat geklappt, sehr gut. Oh, Mist. Aber kein anderer Spieler da, den man irgendwie bespielen könnte. Ist man wieder so typisch FIFA. Also ich habe ja gerne immer die von KuchenTV angesehen zu FIFA 16. Also von Kuchengeschmack, eher gesagt Kuchengeschmack. Sein Gaming-Kanal. Da hat er das eigentlich mit Braunschweig relativ gut hinbekommen auf Weltklasse. Muss ich ihn mal so lassen. War einfach Weltklasse. Also die Schwierigkeit. Also das Play an sich war auch ganz gut. Meine Güte, ich bin froh, diesen Verein jetzt erstmal nicht mehr zu sehen. Wenn wir erstmal hier den Abpfiff haben. Mist! Ja, ich glaube, ich muss da mal wieder einwirken. Da muss nach vorne mehr getan werden. Moritz kommt raus, dafür kommt frei. Einfach mal zentrales Mittelfeld verstärken. Und Cibilko kommt raus für. Wir haben niemanden, der für Cibilko rauskommen könnte. Vielleicht nach unten irgendwas verstärken, vielleicht einen Innenverteidiger. Der sieht auf jeden Fall sehr witzig aus, der Heuerbach. Ne, Heubach heißt er nur. Und ja. Mir fällt mir jetzt gar nicht mehr ein, was ich so großartig besprechen sollte. Ah! Okay. Ob das ein Vorteil ist, wie gesagt, ich bin da immer sehr skeptisch, was das Ganze angeht. Und da kommen jetzt unsere letzten Wechsel rein. Auch Bochum macht den Wechsel. Dort kommt dieser Thomas Eisfeld rein. Also entschuldigt, wenn ich das überspringe, aber es ist extrem langweilig und es streckt das Spiel nur. Ich dachte, der Ball wäre am Aus. Junge! Ah. Ja, versuch mal, daraus was zu verwandeln. Kein Foul stellen. Komischerweise habe ich noch keinen einzigen Erfolg in FIFA 17. Also, ihr wisst schon, diese Icons da. Und jetzt bekommen die mal den Eckball. Sehr schön. Das Spiel dreht sich gerade in die komplett andere Richtung, weil unsere Spieler einfach zu wenig Energiereserven haben. Das finde ich so scheiße. Das ist überhaupt nicht competitive. Und es geht weiter mit einem weiteren Eckstoß. Toll, jetzt überholen die uns sogar noch mit den Eckstößen. Eigentlich kann man die relativ leicht abwehren, wie ich finde. Ist jetzt meine Meinung. Ah! Sehr gut, sehr gut. Und jetzt lauf, Junge, lauf! Ah, nein! Ja, ich bin froh, wenn das nun entschieden wird. Auswärtspunkte sind immer gute Punkte. Man muss allerdings dann auch zu Hause überzeugen, was die guten Herren von Betze jetzt nicht wirklich tun. Und noch nicht getan haben. Das ist kein Abseits. Das ist kein Abseits. Das ist kein Abseits und auch kein Tor. Toll, Abstoß, oder? Ja, tatsächlich Abstoß. Ich weiß nicht, ob ich mich über diesen Punkt wirklich freuen soll. Wir hatten so eine gute erste Halbzeit. Da es unsere Spiele Lahmärsche sind, praktisch. Also, wie sie einprogrammiert worden sind, kann ich echt nichts anderes sagen. Nix da. Lieber einen dummen Einwurf rausholen, als irgendwie hier eine Torchance kreieren. Ah, sag dich doch, das geht nicht. Und jetzt? Dankeschön. Verschafft uns nur Zeit. Vorsicht, ich führe den noch nicht aus. Nein, ich führe den nicht raus. So. Ich will meine alte Perspektive wieder haben. So. Vorsicht, meine Güte, die laufen viel zu sehr ineinander rein. Das ist furchtbar. So, und jetzt nach vorne, Junge, jetzt nach vorne. Ah, wir haben noch einen. Nein, haben wir nicht mehr. Ja, Mist. Abpfiff, bitte. So, das war's. Unsere erste Simulation endet torlos. Ist gut, wir haben einen Punkt. Kein Tor kassiert, dafür aber auch kein Tor erzielt. Ja. Ist doch ein vielversprechender Start. Oder? Oder? Die anderen müssen es erstmal besser machen. Die müssen erstmal ihren ersten Punkt verdienen. So endet dieses Spiel also 0-0.
durch sehr viel Arbeit. Schlussendlich hätten wir uns schon den Sieg verdient gehabt, aber Bochum hat eine relativ gute Endphase der ersten Halbzeit und eine relativ gute Startphase in der zweiten Hälfte erwischt. Naja, also dann schauen wir uns das Ganze mal an. Vielleicht gibt es irgendwelche Highlights. Ne, gibt's nicht. Wie sieht's denn hier so aus mit den Kräfteverhältnissen? So, die hatten drei Schüsse aufs Tor und wir nur zwei. Komisch. Und sie hatten auch ein bisschen mehr Ballbesitz. Also war alles in allem ausgeglichen. Von der Statistik her. So, das sind die anderen Samstagsbegegnungen. Und dann simulieren wir mal. Meine Güte, das wäre sogar ein Derby gewesen. Aber das gibt's bei uns nicht. Hätte es so oder so nicht gegeben, deswegen simulieren wir es einfach mal. Und überspringen das Ganze. Sandhausen hat gegen Heidenheim gewonnen. Interessant. Das dauert mir immer viel zu lange mit dem Scheiß aktualisieren. So, Nürnberg gegen St. Pauli, komischerweise auch ein Spiel, welches nicht hätte stattfinden können. Also ich habe Angst, ich habe so ein kleines bisschen Angst, dass es öfter Spiele geben wird, die wir nicht, ja, die wir nicht zeigen können, aber eigentlich zeigen müssten, weil ein Spiel pro Spieltag verspreche ich euch ja. Ja, also wir müssen abzählen. 9 Spiele sind es ja. Pro Spieltag. Erzgebirge Aue gegen Stuttgart. 1-1. Beeindruckend. Großkreuz hat zuerst ein Tor geschossen. Okay. Wir können uns schon mal auf den hinteren Tabellenplatz mit Kaiserslautern einstellen. Für den ersten Spieltag zumindest. So, Ding. Union Berlin gegen Karlsruhe. Warum kommen jetzt lauter solche Begegnungen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe Bahnhof. Ja klar, wir haben auch 9 Vereine ausgewählt, das ist wahrscheinlich, dass solche Spiele kollidieren. So, war das der erste Spieltag? 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1. Ja, jeder hat einmal gespielt. Und ich würde sagen, das nächste Spiel, das ist gleich richtig interessant. Gehen wir mal nach vorne. Gibt es natürlich noch nicht in diesem Part. KSC gegen Dynamo Dresden. Gibt es vielleicht was Interessanteres, was vielversprechender ist? Karlsruhe, Würzburger Kickers gegen Braunschweig. Fürth trifft auf Bielefeld. Heidenheim auf Düsseldorf. Könnten wir auch theoretisch machen. Kaiserslautern gegen Union Berlin fällt aus. Und St. Pauli. Bochum möchte ich nicht zweimal eine Bühne bieten. Sandhausen gegen Aue. Geht nicht. Also das nächste Mal gibt es Karlsruhe gegen Dynamo Dresden. Bis zum nächsten Mal. Ciao, meine Freunde. Und verdenkt dran: Freundschaft ist Magie. Haltet die Ohren steif.